Ich habe etwas ganz Besonderes für euch, denn ich habe hier das Display Lightning Overdrive. Ja, ich darf es früher aufmachen und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Set. Ich habe hier bereits ein Video dazu gemacht, wo ich eben Karten aus diesem Set vorstelle. Und Leute, es gibt eine neue Info, für mich zumindest, und zwar der schwarze Rosendrachen in Starlight Rare ist hier drin. Ihr wisst, Leute, ich will die Karte haben. Es ist meine absolute Lieblingskarte und ich würde sie sehr, sehr gerne hier rausziehen. Oder natürlich den rötlichen Rosendrachen. Den könnte ich auch, würde ich auch gerne ziehen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf. Wir können hier einfach mal gucken. Ich weiß noch nicht, also ich kenne noch nicht alle Karten aus diesem Set. Und wollen einfach mal gucken, ob wir vielleicht ein paar neue ziehen oder eben den schwarzen Rosendrachen. Wir öffnen das Ganze hier. Oh, sehr schön hier. Einmal die linke Seite, einmal die rechte Seite. Und dann würde ich sagen, fangen wir, wie immer bei mir, mit der linken Seite an und gucken, ob wir eben schwarzen Rosen dran ziehen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Dann haben wir zum ersten Mal, das ist schon mal sehr, sehr cool. Ja, sehr coole Karte auf jeden Fall. Könnte vielleicht den ein oder anderen, eben Trap Deck funktionieren. Wäre sehr, sehr cool. Dann haben wir, die erste, S-Kraft. S-Kraft bekommt hier Support drin. Das wusste ich gar nicht. Jedes Monster deines Gegners in derselben Spalte wie deine S-Kraft-Monster kann nicht als Material für Link-Beschwörung benutzt werden, außer mit Link 3 oder höher verwendet werden. Okay, das ist interessant. Schon mal sehr cooler Effekt an sich. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine S-Kraft-Monster Spezialbeschwörung von deiner Hand in Angriffsposition beschwören. Oha, du kannst diesen Effekt mal. Oh, geil, Special-Effekt. Geil. Gut, klingt gut. Ist schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Butchen? Ah ja, genau. Ja, ist hier auch drin. Oh Mann, ey. Und, oh ja, Sonnen. Sonnen bekommt hier ebenfalls Support. Hier ist auch Link 4 Pflanze drin, was sehr, sehr cool ist, weil einfach dem Deckthema per se halt irgendwie noch Link 4 Monster gefehlt hatte. Wir haben zwar schon ein Link 4 Pflanzenmonster, aber ja 2 und das ist natürlich wesentlich besser, ne? Ja, ach ja, genau. Es gibt noch Vergnügungsbotschafter, beziehungsweise Vergnügungsthema hier drin. Auch ein sehr interessanter Archetype. Und hoffentlich ziehen wir davon auch was. Wäre ziemlich geil. Neue Bujin. Auch gleich gezogen. Ah, Leute. Heute läuft's. Heute läuft's. Und, nochmal. Krass, einfach zweimal. Gleich haben wir einfach das Playset komplett. Sehr, sehr cool. Weiter geht's hier. Ich hoffe immer noch auf den schwarzen Rosendrachen. Das paläozoische Linkmonster. Auch sehr, sehr gute Karte per se. Paläozoisch jetzt auch ein Linkmonster. Sehr cool. Pharao, ja, kannte ich auch bereits. Dann haben wir hier noch. Okay, Leute. Das hier ist die krasseste Zauberkarte eigentlich für Rank Up. Denn sie sucht euch einfach ein Rank Up. Ich meine, wie geil ist das denn? Also, ich meine, ein Searcher. Das ist so gut auf jeden Fall. Vergnügliche Attraktion. Genau, hier kommen die Karten schon. Die sind coming, wusste ich auch noch gar nicht. Super starke Fallen zum Teil, die eben auch gesucht werden können. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und Schrei der Markierten. Falsch ausgesprochen. Entschuldigung an dieser Stelle. Ah ja, genau. Utopia Support ist hier ja auch drin. Vergnügungs. Wie gesagt, Vergnügungs ist hier drin. Oberster Schlangenherrscher. Reptilien, Leute. Ja, ich sag nur, im letzten Set kamen sehr viele Reptilien. Sehr geil. Nochmal Sonnen. Auch sehr cool. Und Kriegsfels. Kriegsfels bekommt hier ja auch Support drin. Hier haben wir den neuen. Ich kenne die halt nicht. Falls du kein Monster kontrollierst oder alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung schon ohne Tribut anzubieten. Schade. Spezialbeschwörung wäre natürlich cooler gewesen. Falls deine Erde Kriegermonster kämpft, nach der Schadensberechnung, du kannst eine Zauber- und Feuerkarte wählen, die oder die dein Gegner kontrolliert, zerstöre ihn oder sie. Okay, ZF-Zerstörung, ATK-Boost wieder, wie alle. Also, da ist der andere Hochstufige, der schon bereits draußen ist, natürlich wesentlich cool. Sternritter hier drin, auch cool. S-Kraft, okay, S-Kraft. Cool. Nee, der war aber schon bekannt. Oh, geil, Lichtverzauberin. Genau. Es gab ja bereits für Wasser, für Feuer und so, gab es das bereits alles. Aber jetzt für Licht. Und sehr, sehr geil. Keine Starlight, das wäre natürlich schön. Auch cool. Super Karte. Definitiv gute Karte. Außer Frage halt. Ist eine Top-Karte. Oh, da haben wir das Booster kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Ignis, ja. So. Wie gesagt, hier ist sehr viel Utopia-Support ebenfalls drin. Und
Na gut. Ja, Fallenstellerin. Ja, Trap Trick bekommt hier Support. Normales Monster, also kein normales Monster, sondern ein Effektmonster, aber ein Normalbeschwörungsmonster. Ja, sehr, sehr cool. Geil. Erste Ultra Rare. Sehr, 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 sehr cool. Oh, Alter, ohne Witz, ich bin also jetzt schon zufrieden. Jetzt schon coole Karten. Ohne Witz. So, weiter geht's hier. Oh, alles schon süß. Schon sehr süß. Noch einen neuen Bujin. S-Kraft. Oh ja. Schrottraptor, Leute. Schrottraptor, wie sehr haben wir drauf gewartet, oder? Schrottraptor. Ich meine, come on, das ist so eine gute Karte. Ist einfach so, so, so gut. Und ein Dinosaurier-Spielball, denn er ist Dinosaurier, nicht Maschine. Oh, super Karte. Davon Playset wäre geil. Willen des Kriegsfelds. Die kenne ich auch nicht. Während der Battle Phase wähle ein Kriegsfeldmonster in deinem Friedhof und aktiviere dann einen der Effekte. Okay, Beschwörer gewinnt jetzt eine Spezialschwung, Angriffsposition, aber für den Rest des Spielzugs werden seine Effekte annulliert. Es kann nicht direkt angreifen. Okay, Beschwörer gewinnt jetzt eine Spezialschwung, Verteidigungsposition zusätzlich für jedes Kriegsfeldmonster, das du kontrollierst. Das erste Mal in diesem Spielzug kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Okay, eine Reborn-Karte ist für den OTK ganz nett eigentlich, also definitiv. Oh, Artwork. Artwork, sag ich nur. Boah, ist das schön. Also, muss ich sagen, gefällt mir einfach. Ne, schwarzer Rosendrache, wie gesagt, einfach meine Favorite-Karte. Schlechthin. Nochmal Palosuch, sehr gut. Vielleicht ziehen wir das Playset. Oh ja. Leute, ich muss bei jeder Karte stehen bleiben fast. Starbrigade. Link 2er. Da haben wir drauf gewartet. Super gut fürs Deck. Super Support. Wird das Deck nochmal spielstärker machen? Und ja, Leute, das Deck ist schon spielstark. Super Support. Definitiv. So. Oha. Wir haben noch keine Secret Rare gezogen. Kommt vielleicht noch. Oder eine Starlight Rare. Würde ich auch nicht sagen. Oh, Playset. Playset complete. Sehr gut. Und, was ist das denn hier? Ist die neu? Falls du keine spezialbeschworene Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Sehr lustig eigentlich. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spiels kein anderes Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Okay, was kommt jetzt? Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden, okay. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, jetzt kommt's. Kannst du sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wird, beschwöre ein Monster als Tributbeschwörung. Oha, Monarchensupport. Oha, wie cool ist das denn? Einfach... Der ist stark! Der ist stark! Wie gut! Ja, mit Verlockung der Finsternis einfach. Hä? Monarch-Support. Ist da. Wie cool ist das denn? Sehr geil. Ich kannte die Karte noch nicht. Sehr, sehr geil. Und nochmal! Ja! Wie geil! Playset? Oh, bitte, bitte, bitte gib mir den Playset. Bitte! Das wäre so gut. Und ein Weg. Kuri. Es ist sehr schönes Wortspiel eigentlich. Ich packe den mal hier wieder näher sichtbar. Oh mein Gott, wir haben einfach zwei gezogen. Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier Utopia und Ignis Support. Auch sehr cool. Link 1 ist natürlich nicht verkehrt. Link 1 ist halt nicht schlecht. Sonnen und okay. So, kommen wir zum letzten Pack auf der linken Seite. Dann haben wir noch die Hälfte des ganzen Displays. Und ja. Lavalal, oh Gott, ich immer mit Namen, ne, Katastrophe. Ja, Lava-Support. Cool. Nehmen wir mit. So, andere Hälfte. Leute, jetzt, also ich bin schon zufrieden. Okay, also abgesehen, dass ich den schwarzen Rosen dran haben will, ist klar, weil mein Lieblingskarte ist. Aber die noch einmal, bitte noch einmal. Das wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Himmelsplagen-Support ebenfalls hier drin. Also ihr merkt, hier sind sehr viele Archetypes, die neue Karten bekommen. Was sehr, sehr cool ist. Oh, dunkler Aufredig. Und, ich habe geskippt. Plunder Patrol bekommt auch neue Karten. Auch sehr cool. Finde ich sehr cool, dass die immer noch Support bekommen. Dunkler Aufredig. Alter Leute. Also Dark Honest. Wie lange haben wir drauf gewartet? Hier ist er. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Muss ich an dieser Stelle einfach sagen. Sieht sehr, sehr geil aus. Oh, neue Kriegsfeldkarte. Kenne ich auch nicht. Während der Main Phase, falls ein oder mehr offene Kriegsfeldmonster, die kontrollierst, das Spielfeld durch einen Karteneffekt deines Gegners verlassen, zerstöre bis zu zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert. Du kannst nur eine pro Spielzug aktivieren. Oha. Okay. Gar nicht mal schlecht. Kriegsfeldkarte. Das heißt, es ist suchbar. Nette Supportkarte. Muss ja sagen, die Kriegsfeld will man eigentlich durch Karteneffekte zerstören. Jetzt dann vielleicht doch nicht mehr. Aber man searcht sich ja, dann kann man ein bisschen da mit spielen.
Und nochmal, Oberster, noch einen haben wir, Playset. Ist auch ganz cool. So. Okay, Leute. Ziehen wir unseren schwarzen Rosendrachen. Ziehen wir ihn. Bitte. Bitte gib mir einen schwarzen Rosendrachen. Bitte. Ja, genau. Weiß. Ja, also den Namen. Bin ich raus. Ist cool. Oh, Generation des Kriegsfelsens. Auch nochmal eine Kriegsfelsenkarte. Während der Battlephase, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, beschwöre ein Kriegsfelsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck und falls du diese Karte während des Spielzugs deines Gegners aktiviert hast, können Monster deines Gegners für den Rest des Spielzugs nicht angreifen. Oha, das ist strong. Solange du das offene als Spezialbeschwörung Monster kontrollierst. Ah, okay, das Monster muss auf dem Feld sein. Während deiner Battlephase, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, beschwöre ein Kriegsfelsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ey, das ist eine strong Falle. Das ist strong. Battlephase unterbinden, Monster spezial beschwören. Okay, das ist eine strong Falle, definitiv. Ice Barrier, auch nochmal hier Support drin. Himmelsplage jetzt das Playset komplett. Und S-Kraft-Verfolgung. Yeah. Sehr cool. S-Kraft-Verfolgung. Also S-Kraft immer noch ein Archetype, wo ich sage, das hat sehr gut Potenzial. Definitiv, hat sehr viel Potenzial. Bin ich gespannt drauf. Sechsel Erschaffung. Oh, noch eine, dann haben wir das Playset auch komplett. Sehr, 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 sehr geil. Sehr gut. Sehr, nochmal. Ist das die Special? Ja, also die Kriegsfelskarte, ne, man kann sagen, was du über Kriegsfels sagen willst, aber die Karte ist schon gut. Einfach Spezialbeschwören, einfach Bossmonster aus dem Deck, for free? Ist schon strong. Und, oh mein Gott. Wir haben die Ultra, hallo, H4, Fallenstellerin. Oh mein Gott, wir haben das Link 2 Monster. Alter, wir haben dann alle gezogen, ne? Ich glaube, alle neuen Karten. Sehr, sehr geil. Falls die Leute nicht wissen, was sie kann, diese Karte, dies als linkbeschworene Karte, bleibt von Fallenkarten unberührt. Ja, das war ja irgendwie klar, ne? Du kannst jedem der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Nachdem du eine normale Fallenkarte aktiviert hast, kannst du sie setzen, anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Während deiner Endphase, du kannst einen Fallenstellerin-Monster in deinen Friedhof wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition. Das bedeutet einfach, ihr könnt Karten doppelt nutzen, schon mal sehr gut. Und zweitens, wenn wir sie Link beschwören, können wir das Link beschworene, also das Monster, was wir benutzt haben, um sie zu beschwören, quasi in Endphase wieder spezial beschwören. Sehr, sehr cool, sehr nettes Support. I like it. Also, so. Da habe ich fast gespoilert. Das wäre echt fast, Spoiler gewesen. Und, die kenne ich auch nicht. Die ist neu. Quick-Effekt, Schnelleffekt. Du kannst ein offenes Monster wählen. Kannst auch die Karte scharf stellen. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Lege ein anderes Pflanzenmonster, das du kontrollierst, auf den Friedhof. Und falls du dies tust, wird das zielgewählte Monster das nächste Mal in diesem Spielzug, wenn es durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört würde, nicht zerstört. Mhm. Kann nützlich sein. Geht ein gegnerischer Spielzug. Also es kann durchaus nützlich sein. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Pflanzenmonster der Stufe 5 oder niedriger in dein Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen. Muss man mal gucken. Da bin ich noch nicht von überzeugt. Nicht so wie von der Kriegsfelsfalle. Also von der bin ich komplett überzeugt. Also die ist schon sehr gut fürs Thema. So. Na, danke. So. Oh, rötliche Rosenhexe. Habe ich schon gesagt. Coole Karte, harmoniert sehr gut mit dem Deckthema, von daher passend, sehr gut, sehr, sehr cool. Ja komm, also wenn wir jetzt eine rötliche Rosenhexe haben, dann müssen wir jetzt noch eigentlich einen Rosendrachen ziehen. Sei es den rötlichen oder den normalen, oder? Ja, sehe ich genauso. Oh ja, wir haben noch gar, fast Playset, zweiter, fast Playset. Vasallen des Herolds. Oh mein Gott, ist es gut. Okay. Leider kein rötlichen, aber super, super gute Karte. Also, falls diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Feenmonster von deinem Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen. Und falls du dies tust, erhöhe die Stufe dieser Karte bis zum Ende des Spielzuges. Um die Stufe des Monsters. Allein das! Super strong, stronger Effekt, Leute. Also es passt perfekt halt für Ritual. Perfekt. Es ist so gut. Und dann, falls diese Karte als Tribut angeboten wird, du kannst ein Feenmonster Stufe 2 niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck beschwören. Außer sie. Du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, wenn ihr sie weg
Opfer durch eine Ritualbeschwörung triggert ihr Effekt. Ich sag's so, Tritron, let's go. Let's go, let's go. Oh mein Gott, dass wir die ziehen, hätte ich echt nicht gedacht. Krass! Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, habe ich schon gesagt, gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. So, wir haben noch zwei Packs. Die machen wir jetzt natürlich auch auf. Ah, ich bin sowas von zufrieden. Alter, bin ich zufrieden. So, oh ja! Okay, ich bin noch mehr. Oh, noch Gartenrose. Oh, Artwork, ne? Auch hier mega, mega geil. Oh, Alter, jetzt noch der Rosendrache und das ist das Perfekteste der Perfektesten. Also ich bin jetzt schon mega zufrieden. Okay, komm. Noch ein Schrott. Vergnügliche Attraktion. Ja, das ist jetzt, vergnügliche Attraktion. Auch cool, also mega cool. Ist das leider nicht das Book of Moon. Also es gibt eine Karte, die sagt, dass du entweder einen Fact negieren kannst oder ein Monster zu setzen kannst. Ist sie jetzt nicht. Die wäre mir lieber gewesen. Aber schon ziemlich geile Karte. Oh mein Gott. Also, Alter, ich bin so zufrieden. Alter, sowas von zufrieden. Das ist Hammer. Also, ne? Vergnügen. Gartenrot. Wir haben dreimal gezogen. Ultra gut. Ja, was soll ich sagen, ne? Es ist top. Es ist einfach top. Da haben wir auch noch alle Fallstellerinnen. Sechste Erschaffung, leider nicht dreimal, nur zweimal. Schade. Dreimal wäre natürlich noch schöner gewesen. Dann dunkler Aufrichtig, auch sehr, sehr schön. Triple Gate, nur zwei, nicht drei. Aber ey, ist super. Wie gesagt, super spielstarke Karte. Monarchen-Support, interessant, sehr interessant. Kriegsfeld-Support, auch interessant. Die andere Fallstellerin. Dann nochmal die Lichtverzauberin, auch subidubi. Und ey, ich bin happy. Ich hoffe, euch macht es genauso glücklich wie mich. Also ich fand's super. Wir haben sehr coole Pulls gehabt. Warte, wir müssen sie nochmal zeigen hier. Es muss einfach sein. Hier der Aufrichtig und oh ja, oh mein Gott. So, also das ist einfach, die Karte ist der Hammer. Ja, das war ein kleiner Einblick hier von den Opening. Wie gesagt, ich kannte nicht alle Karten, daher auch ein bisschen überrascht, was ich zum Teil gezogen habe. Waren sehr coole Karten dabei. Ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.